Was für ein schöner, schöner, schöner und toller Morgen hier im, ja, Wäldchen. Was gibt es denn hier so Schönes zu sehen? Oh, Bilder von einer schlimmen, schlimmen Kreatur. Damit ein herzliches Willkommen zurück auf meinem Channel. Wir spielen heute The Rake oder zu Deutsch Der Rake. Kurze Vorabinformation, ich sitze hier heute, warte, sieht man es an der Kamera? Yep. Mit Mütze, einfach aus dem Grund, da ich die letzten 2 Wochen nicht zum Friseur gekommen bin und ja, bevor es in den Kommentaren heißt hier, Bigfoot, Liam Sinister ist ein Bigfoot, habe ich mir gedacht, ziehe ich lieber eine Cap auf. Ja, zu diesem Spiel, es ist ein kleines, aber feines Indie-Game von einem Entwickler oder von 2 Entwicklern und es befasst sich mit der urbanen Legende des Rakes. Der Rake ist ungefähr so eine urbane Legende wie der Bigfoot, Sasquatch oder der Yeti. Hier seht ihr auch schon, wie das ganze Vieh denn aussehen soll. Eigentlich wie ein haarloser Mensch auf 4 Beinen, so ein bisschen wie Gollum. Und ja, wartet, wo war's? Irgendwo hier, ach genau, das Notizbuch schauen wir uns erstmal an. Ich habe mich heute hier ein bisschen umgesehen und habe so das Areal erkundet. Es ist wirklich sehr, sehr schön hier, aber ich kann gar nicht glauben, dass hier all diese sehr, sehr seltsamen Dinge passieren sollen. Es sind viele verschiedene Arten von Tieren hier. Naja, und die locken natürlich viele Jäger an. Ja, und dank der Jäger sind hier auch überall Vorrichtungen für Kameras, die ich aufhängen könnte. Ich sollte sie benutzen. So. Und hier, wir sind also eine Person. Erstmal natürlich das Tablet mitnehmen und ja, Kameras, ganz viele Kameras. Wir scheinen eine Person zu sein, die hier im Wald unterwegs ist und eben den Rake sucht. Oder jedenfalls ein Wesen, das hier irgendwo in den Wäldern sein Unwesen treiben soll. Deswegen würde ich einfach mal behaupten, oh, verdammt. Ich hoffe, man sieht es nicht in der Aufnahme. Pass auf. Ich habe natürlich gerade keinen Screenshot gemacht. Ja. Hier irgendwo im Wald soll also besagter Rake sich aufhalten. Ich hocke mich mal ein bisschen gerade in die Kamera. Und ja, ich würde mal sagen, als allererstes, da ist die Map. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Die roten Punkte, ja, sind dort, wo ich die Kameras aufhängen kann. Grüne Punkte sind, wo ich Kameras aufgehängt habe. Buildings und Wege. Dann würde ich doch erstmal behaupten, suchen wir uns mal ein bisschen was aus und gucken uns hier ein bisschen um, ne? Jedenfalls hoffe ich das. Interessant, aber ich finde es jedenfalls schon mal gut. Wir haben eine Knarre. Wie kann ich die Knarre? Habe ich einen Shortcut für die Waffe? Aus irgendeinem sehr, sehr strangen Ding heraus. Ich weiß es nicht. Ah, Shortcut für die Cam. Gut, haben wir eine Kamera. Ich habe doch bestimmt auch irgendwo einen Shortcut für die Waffe. Nö. Waffe? Waffe? Wow. Cool. Nö, ich finde den besagten Shortcut für die Waffe leider nicht. You do not have crap. Wie gibt es denn... Gibt es denn jetzt echt... Wartet mal ganz kurz. Nö. Es gibt einfach keinen Shortcut für die verdammte Waffe. Blöd für uns. Blöd für uns. Ja. Gut. Schauen wir uns hier im Wäldchen einfach mal um. Ja. Die Waffe, muss ich schon sagen, ist hammerzielgenau. Hier hängen wir auch mal auf. Ich würde sagen, heute am ersten Tag erkunden wir einfach mal so ein bisschen, ja, die Map. Ich denke noch nicht, dass es am ersten Tag direkt so krass abgehen wird. Mehr weiß es allerdings nicht. Deswegen schauen wir einfach mal, ne? Schauen wir uns einfach mal um. Okay, ein Futterkrug. Also ein Trog sozusagen. Ja, gut. Hätten wir praktisch auch was aufhängen können, um die Tiere zu beobachten. Aber ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, wir haben nur 5 oder 6 Kameras mitgenommen. Also behaupte ich einfach mal. Ist okay.
Behaupte ich einfach mal, ich werde wahrscheinlich auch nicht viel mehr aufhängen können. Das ist ja ein schöner, schöner Tag für einen Waldspaziergang. Da oben links sieht es fast so aus, als wenn es dann ein bisschen weitergeht. Schauen wir uns doch einfach um. Okay, wir können sogar rennen. Das Rennen hebe ich mir allerdings lieber auf, wenn das Vieh hier irgendwo spawnen sollte und ich keinen verdammten Shortcut für die Waffe habe. Ist vielleicht eins? Eins ist die Waffe. Gut. Gut, eins ist die Waffe. Sieht fast so aus, als würde ich hier außerhalb von der Map laufen. Aber hier ist noch sowas wie ein Weg. Ja. Ist eigentlich echt schön hier. Muss man schon sagen. Und unten läuft ein Counter. Ich glaube, eine halbe Stunde ist der Tag. Aber wir schauen uns hier erstmal um. Hängen unsere. Ich glaube, da geht es nicht weiter. Hängen unsere Kameras auf. Und ja, dann werden wir früher oder später schlafen gehen. Ich denke mal so, ja, 20 Minuten Tag, 20 Minuten Nacht sollten eigentlich gut sein. Vielleicht mache ich die Nachtdinger auch einfach länger, weil ich kann es mir irgendwie nicht so wirklich vorstellen, dass am Tag hier irgendwo das Vieh rumstromert. Weil ich habe mich natürlich ein bisschen zum Rakel eingelesen in die Lore von ihm und in sein Verhalten. Also er scheint eher nachts aktiv zu sein und seine Opfer auch erstmal zu stalken. Also er ist jetzt nicht direkt, dass er auf Angriff geht, so pam pam umhaut, sondern er stalkt erstmal, erschreckt dich erstmal ein bisschen und irgendwann, früher oder später, wird er dann, ja, seine Beute holen, sagt man so schön, ne? Und ich denke mal, dass es wahrscheinlich hier das gleiche sein wird. Oder jedenfalls ähnlich, weil, ja, wie wir schon mal festgestellt haben, so weit sollte man sich von der Lore nicht entfernen. Das ist ein cooles Gebäude. Ja, die Sache ist, wenn ich mit Steam Screenshots mache, auch wenn man es vielleicht ein bisschen hört, ist einfach. Oh, Traps. Cool. Cool. Ich würde mal sagen, wir legen auch einfach jemand eine Trap hin, ne? Überhaupt nicht laut. Ja, und ich vermute es einfach. Also, ich sage jetzt einfach mal, wenn ich mit Steam Screenshots mache, dann sieht man eben, ja, meine Fresse nicht auf dem Bild. Was halt bei OBS Screenshots oder Screenshots im Endeffekt beim fertigen Video zum Schluss halt schon so ist, dass man mein Gesicht sieht. Und ja, weil ich schon oft hatte, dass es einfach coole Momente waren, die ich gerne mit Screenshot festgehalten hätte, bei denen es aber. Okay, ist ein Hirsch. Aber nicht funktioniert hat, einfach im Endeffekt. Ich werde schon paranoid am ersten Tag. Ich bin hier noch nicht mal und werde schon paranoid. Wäre vielleicht für nachts ein Unterschlupf, ne? Mal gucken. So. Was ich auch unbedingt machen will, ist, ihr seht ja diese diese Ausküche hier, dass ich, ja, bei so einem Ausguck mal nachts oder tagsüber einfach mal kampier und nach dem Vieh Ausschau halt. Weil ich denke mal, wir werden jetzt. Werden wir in 10 Minuten. Ja, ich denke schon. Ich denke, wir werden jetzt in 10 Minuten wahrscheinlich noch das komplette Areal erkundet haben können. Um dann im nächsten. Also, ich renne jetzt auch einfach mal ein bisschen um uns dann praktisch morgen. Ja, also in der Nacht. Auf andere Dinge zu konzentrieren. Und ja, wie ihr schon immer wusstet und schon immer wissen werdet, rechts ist mein Bildschirm, der mir so ein bisschen zeigt, ja, wie das ganze Endprodukt aussieht. Und vor allem muss ich da ab und zu mal rüber gucken wegen der CPU-Auslastung. Weil ich hatte mit meiner CPU gestern ein paar herbe Probleme bei Cryo 4. Ja, und ich hoffe mal, dass das jetzt passt. Deswegen muss ich, also nicht wundern, wenn ich alles mal so rüber gucke schnell. Hier geht wieder eklige Musik los und ich kriege eine Gänsehaut. Oh. Gott, leck mich doch. Ey, hier wäre aber auch schon ein mieser Punkt für den Hinterhalt, ne? Also jetzt mal ohne Witz. Wenn das Vieh jetzt hier irgendwo runtergesprungen kommen würde, ich glaube, ich würde komplett ausrasten. Vor allem, wenn es halt wirklich so ist, wie es auf den Bildern aussieht. Weil, also,
An dieser Stelle sage ich euch einfach mal, wenn ihr euch näher über den Raken interessiert, geht einfach auf Creepypasta Wiki und gebt Rake ein. Dann findet ihr einiges über den Kollegen. Aber schön ist es schon. Schön ist es schon. Muss man auch mal sagen. Schön ist es. So, was haben wir denn hier? Ein Boot. Ein Fischerboot. Geil. Und einen verdammten Schuh von einem Fischerboot. Sniper Rifle. Yo. Ist klar, Sniper Rifle. Da ist noch ein Boot im See. Komm ich da hin? Also ehrlich gesagt möchte ich hier gar nicht sein. Ehrlich gesagt möchte ich hier gar nicht sein. Und ich glaube auch nicht, dass ich hier nachts hingehen werde. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich hier nachts hingehen werde. Und allein die Tatsache, dass hier ein verdammter Fuß liegt, sagt schon, dass ich hier schnellstens wieder verschwinden sollte. Und das tun wir auch. Ich schaue mich hier nicht noch ein bisschen. Oh Gott, ich bin gerade erschrocken. Ich weiß nicht, was für ein Geräusch das war, aber ich bin gerade erschrocken. Boah. Warum tue ich mir so Spiele an? Und warum tue ich mir so Spiele mit Facecam an? Ey, ich... Ganz ehrlich, ich warte gerade nur drauf, dass dieses Vieh hier irgendwo runtergejumpt kommt. So im YOLO und Swag-Style. Boah, ist das eklig. Boah, ist das eklig. Okay, da vorne können wir auch noch eine Kamera aufhängen. Ich glaube, das sollten wir tun. Echt jetzt also. Eklig. Eklig. Schauen wir mal auf die Map. Ich denke mal, das Areal links, wenn wir uns noch ein bisschen anschauen. Oh, ey. Nur um das mal festzuhalten an dieser Stelle. Ihr seht es nicht, ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe so eine Gänsehaut. Ich habe schon so ein unwohles Gefühl bei der Sache. Das glaubt ihr gar nicht. Ohne Witz, ich habe so ein ekliges Gefühl. Alter, ich bin... Boah. Hör doch auf, ey. Mir ist gerade... Ihr habt doch gerade dieses Geräusch, dieses Krutuk gehört. Ich bin mir zu 100% sicher, dass es nicht dieses Vieh ist. Und trotzdem hat es mir einfach gerade so den Magen zusammengezogen. Kennt ihr das? Kennt ihr das, wenn ihr so angespannt seid und dann so brutal erschreckt und es euch einfach so den Magen zusammenzieht und so volles, eklige, unwohle Gefühl kommt? Boah, das hatte ich gerade. Oh, das ist übel. Ich wollte einfach mal ausprobieren, wie man denn mit dem Ding überhaupt schießen kann. Also beziehungsweise ich weiß ja aber, wie sich die Waffe verhält. Weil er ganz schön zittert. Okay, und die Dinger laufen also über Batterie. Also die Beleuchtung von diesen Hochständen läuft über Batterie von den Ausküken. Ja gut, wir haben uns eigentlich schon fast das ganze Areal angesehen, ne? Das hinten links haben wir uns, glaube ich, noch nicht angesehen. Oder wenn wir auch heute nicht mehr hinkommen. Ich möchte mich hier noch ein bisschen umgucken. Und ja. Natürlich muss man auch immer...
Ich habe gerade gedacht, das Vieh ist vor irgendwas anderem erschrocken. Also nicht vor uns, sondern vor etwas, das vielleicht genau hinter uns ist. Ich meine aber jetzt mal ernsthaft. Warum fährt dieser Typ hier in den Wald? Ich meine, klar, er scheint irgendwie ein Anthropologe, ich glaube, die Dinger heißen so, ey, da ist ein Schwein im Käfig. Es gibt doch diese Typen, die irgendwie sich auf ausgestorbene Tiere spezialisiert haben. Sind das Anthropologen? Ich weiß nicht. Ja. Wir können dem Schwein eine Kamera auf den Kopf setzen. You cannot set up more than 5 cameras. 1, 2, 3. Ach, scheiße. Okay, dann ist es wohl etwas, das wir uns für eine andere Nacht aufheben werden. Weil wir können diesem verdammten Schwein. Kennt ihr diesen verdammten Schwein einfach? Übel. Das hier haben wir noch gar nicht erkundet. Wild. Feed wild. Also wir können sogar die Wildtiere füttern. Vor allem, was ich gerade ernsthaft sagen muss, was ich sehr beschissen finde. Ihr seht ja, wo wir die Kameras aufgehängt haben. Wir haben keine Kamera in näherer Umgebung um unseren Trailer aufgehängt. Wir können sogar auf den Trailer oben drauf. Boah, das ist ein ekliges Geräusch. Boah, stell dich mal vor, dieses Vieh hockt auf einem Trailer rum. Dann bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Gott, würde ich durchdrehen. Gott, würde ich durch. Ich glaube, ich würde komplett ausrasten. Ghost Hunter. Aha, okay, also sind wir ein verdammter Geisterjäger, der sich gedacht hat, wir gehen mal in den Wald und gucken uns an, ja, was die Bilder von diesem Viech zu bedeuten haben. Geil. Haben wir vielleicht noch irgendetwas? Nee, okay, also heute passiert nichts mehr so. Schauen wir mal an. Start watching. Ah! Nächste Kamera? Nee, ich bin rausgegangen. Start watching. Rotate Kamera. Ach nö. Och nö. Oh Gott. Oh nö. Wir dürfen nachts hier sitzen. Wir dürfen nachts hier sitzen und dürfen uns diese Videos anschauen. Live-Videos anschauen. Oh Gott. Ich hab schon eklig. Oh, auf was habe ich mich da wieder eingelassen? Liam, du Depp. Gut, aber wie es weitergeht, sehen wir dann morgen. Und ja, hier ist schon das Schlafenszeichen. Das heißt, wir legen uns jetzt einfach mal hin, gestärkt für unsere erste Nacht hier im Wäldchen. Und schauen mal, ob wir dem Vieh wirklich begegnen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass es sich die erste Nacht nicht blicken lässt. Aber gut, kann man nicht, ja, kann man nichts dazu sagen, ne? Ja. Haut rein, macht's gut.